Höret zu und vergleichet, merket wohl den Unterschied zwischen Genus und Sexus. In jener Zeit begab es sich, dass die Schriftgelehrtinnen sprachen von einem Hasen und ließen es offen, ob es sich um ein männliches Tier oder eine Häsin handelte. Sie sprachen von einer Gans und ließen es offen, ob es sich um einen Ganter oder einen Gänsin handelte. Sie sprachen von einem Schwein und ließen es offen, ob es sich um einen Eber oder eine Sau handelte. Das Schwein als Neutrum verlange vielmehr ein feminines Gen. Feminines Genus wird es doch durch die Unreinheit vom Dreckschwein zur Drecksau. So sprachen die Hohepriester und Innen, lehrten die Jüngeren und Innen die Supplation des Wortes durch eine Wortin. So gelangen die Kühe in den Wald, feminieren den Hirschen und treffen dort selbst den maskulinen Bock des neutralen Rehs. Bedenket aber, dass sich das natürliche Geschlecht unterscheide vom Genus beim neutrum Weibe, beim femininum Tunte und beim maskulinum Trampel. Bedenket ebenso, dass ihr die sexusneutrale Behandlung des Wortes zu befolgen habet, auf dass ihr nicht ein generisches Maskulinum verwendet, ihr Bergsteiger, die ihr die Watzfrau besteigt, die Bergsteigerinnen auf dem Mesner, ihr Dichterinnen, die der Mus küsst. Deshalb lasset uns feiern, alle, den Tag des Binnen-I, alle, die Bürgerinnen, die Kriegerinnen, die Bürgerkriegerinnen, die Kapitalistinnen, die Börsenguruinnen, die Pharisäerinnen, die Prophetinnen, die Folterknechtinnen, die Vergewaltigerinnen, die Korporalinnen und Stabswachtmeisterinnen, Verkehrssünderinnen, Wasserton und dazu, die Schlossgeisterinnen und Nachtgespenstinnen, die Talibaninnen, die Sängerknabinnen und alle Emanzinnen, die den Sinn, die Sinnin des Textes, der Textin, einem Macho, einer Machin zuschreiben. Wahrlich, ich sage euch, hütet euch vor den Dominikanerinnen, Franziskanerinnen, Trappisterinnen, Kapuzinerinnen und Bernhardinerinnen und alle anderen Mönchinnen, die keinen Non haben. Wahrlich, ich sage euch, Hebam und Häuselmann, lasst euch nicht zur Hampelfrau machen, geht hin und verbreitet die Botschaft, auf dass es euch nicht ergehe, wie eurer Vorfahrin, die vertrieben wurde aus dem Paradies von dem Schlank oder wie das Eidachsel ohne Fies sonst aus. Na, mehr brauchst nicht. Mein erstes Mal in Wien. Meine Patentante hat mich eingeladen gehabt, zur Firmung ist gewesen, eine Freundin habe ich mitnehmen dürfen, schön war das. Die Cousine, die hat in so einer Wohnung gewohnt, gleich beim Belvedere, so mit dem alten Waschbasseur am Gang, kennen Sie, so ein Gründerzeithaus, schön renoviert und in guter Lage, wissen Sie. Ich hab das halt nicht kennt und schön geschaut habe, ich war ja mehr so vom Land und so verziertes Waschbecken und so hohe Decken in jedem Zimmer, ich meine, das macht ja was her. Jedenfalls erhebend ist das gewesen, wie es Jungs Madel vom Land ein paar Schritte allein durch Wien gemacht hab, direkt durch den Belvedere-Park, weil der war ja gerade daneben. Und meine Cousine hat ja arbeiten gehen müssen, um sie die schöne renovierte Gründerzeitwohnung mit Dachterrasse in guter Lage und so weiter überhaupt leisten zu können. Und wenn man so wie ich durch den Belvedere-Park spaziert, dann geht man ja gleich so durch und spürt da so irgendwie was. Ich will nicht sagen, dass ich gleich einen Staatsvertrag gedacht habe. Das nicht. Ich meine, man geht ja am Heldenplatz vorbei, ohne sich groß was zu denken oder etwa nicht. Wir brauchen nichts. Na egal. Jedenfalls das Staatstragende, das hat man gleich gespürt und als Teenie schon und auch ohne eine große Ahnung vom Staat und so zu haben. Ich meine, was lernt man schon in der Schule drüber, außer vielleicht den Unterschied zwischen AKS und UHS und dass man sich dazwischen leider entscheiden muss. Das waren fürchterliche Zeiten. Ich habe mir aus den Querelen eh rausgehalten, wobei ich neulich dran denken habe müssen, weil da ist nämlich einer Kopf des Tages in der rosaroten Zeitung geworden. Der war damals ganz groß im Kommen bei den Roten, so ein Zweitgenerationskind, aber halt einer, der Matura und Uni-Abschluss geschafft hat. Was Besonderes also. Und der ist schon damals immer nur im Anzug rumgelaufen und inzwischen hat als Manager 3 Firmen in den Konkurs gewirtschaftet, ohne sein Privatvermögen in irgendeiner Form zu gefährden. Und ich habe beim Lesen gedacht, ja, Menge habe ich nicht damals, aber das ist dem, was wir in
Männer nur was deppert, das war mir schon klar. Jedenfalls möchte ich jetzt gar nicht langweilen mit meinen Geschichten, ich meine, die sind ja nicht so interessant für die Allgemeinheit. Und wenn Sie noch kurz Zeit haben, erzähle ich noch geschwind vom Prater. Mit meiner Freundin war ich dort, natürlich mit meiner Patentante und deren Freund und meine Freundin und ich, wir haben uns ein paar Schritte zurückfallen lassen. Wir haben uns gedacht, vielleicht erleben wir ein Abenteuer oder sowas. Klar, haben uns dann zwei Typen mit Falten im Gesicht, Entschuldigung, mit Linien im Gesicht und ziemlich großen Lufträumen zwischen den Zähnen, also Lücken zwischen den Zähnen, ich weiß nicht, vielleicht haben überhaupt ein paar Zähne gefehlt. Gezählt habe ich sie ja nicht und die haben uns angelabert, na, gibt's unser Busserl und sowas. Wir uns gesagt haben und ich wollte mit dem Schnee packen und irgendwas Cooles und Gescheites sagen, aber eingefallen ist mir halt nichts und dann habe ich sie doch noch mit der Zahnspange angrinst. Mit Außenbügel. Aber den habe ich nur in der Nacht tragen. Nicht auf die Nacht, weil das Kind habe ich ja schon ein bisschen was machen dürfen am Abend, zum Beispiel das von der Oper anschauen. In Begleitung natürlich von meiner Freundin, meiner Cousine und von deren Freund. Inzwischen haben sie geheiratet, ein Söchterkind und so weiter und so fort. Ich bin nicht Patentant, weil es wäre fast schon kitschig und aus der Kirche austreten bin ich ja auch in der Zwischenzeit. Weil warum soll ich Steuern zahlen für einen Verein, in dem ich beruflich auf gar keinen Fall verwirklichen kann? Wenn ich das wollte, ich meine, bin ich blöd oder was? Und kommen uns mal jetzt bitte nicht mit einer eventuell als eine gebende Mittelalter. Der Frau Papst, das muss man erst einmal beweisen, dass es nicht nur Phantom war. Apropos Phantom im Theater an der Wien. Das Programm habe ich wahrscheinlich irgendwo noch daheim, ich schmeiße ja nichts weg, die Mama schimpft ja eh immer. Ich bin sicher, dass ich den Außenbügel da daheim gelassen habe, weil dass es da nicht nur ums Sehen, sondern ums Gesehen werden geht, das hat mir niemand erzählen müssen. Tja, und das hat mich schon damals beeindruckt, wie der Luster quer durch den Raum auf die Bühne gesegelt ist. Macht kaputt, was euch kaputt macht, würde ich mir heute denken, wahrscheinlich irgendein Feueralarm auslösen. Aber damals, da habe ich das als hohe Bühnenkunst angesehen. Der Goebbels in der Hauptrolle, aber nicht der Kriegsführer, eher der Musicalstar, der hat doch auch irgendwie so geheißen, Alexander Goebbels oder so. Und der macht doch heute noch irgendwas, ist ja nicht Talkmaster in so einem Lokalradio, redet dem Volk nach dem Schnabel und gibt sie so ganz besonders vor lokal. Wobei, der ist überhaupt nicht aus Wien. Volksverbunden gibt er sich halt, aber dumm ist er nicht. Der versucht schon ein paar Fragen zu stellen und vielleicht hört ihm ja so jemand zu, jemanden, dem so Leute wie die Mietze-Medusa oder die Bazooka oder die Margret Meyer oder die Renzen, die überhaupt nicht erreichen können, mit dem pseudo-intellektuellen Lesebühnengequatsche hier da. Wobei, das erinnert mich jetzt an eine andere Radiostimme von damals, der eine, der jetzt beim Fernsehen ist, an seinen Lippen bin ich gehangen, jeden Sonntag am Abend, wenn er Kuschelrock moderiert hat. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Der FM4 hat es noch nicht gegeben, das Internet auch nicht. Dafür hat Falco noch gelebt, da zeigt er halt noch. Und jedenfalls der Typ, der Heini, der Dominik Heinzel, der hat mich eine Zahnspange, meinen Außenbügel, weil daheim beim Schlafen habe ich es ja doch getragen, ganz vergessen lassen. Der hat meine Hormone ziemlich aufgewühlt. Nicht, dass es eine Leistung war, ich war in der Pubertät. Und auf der Straße habe ich mich zu jedem Straßenmusikanten gesetzt und geredet und davon träumt, dass ich auch immer so weit weg kann, irgendwann immerhin bis Salzburg oder eben Wien. Am Abend bin ich daheim im letzten Postbus nach Kuschelrock 13 gehört und darauf gewartet, dass es sonntags wieder von Dominik Heinzel träumt. Aber den habe ich dann aus meiner Liebe entlassen, weil ganz unbeliebt war ich trotzdem der Hormon-Turbo auch nicht. Und wie der nach der Wahl von Waldheim zum Bundespräsidenten in seiner Sendung das österreichische Volk gelobt hat, dass es der Welt und der EU, wenn es damals schon gegeben hat, glaube schon, so richtig gezeigt hat und sich nicht in seine Wahl hat reinreden lassen, weil nur weil jemand möglicherweise erwiesenermaßen vermutlich eine NS-Vergangenheit hat, muss es ja nicht unbedingt heißen, dass er nicht das höchste Amt im Staat bekleiden kann. Nicht in Österreich, nicht mit uns. Habe ich mir gedacht, Dominik, eine schöne Stimme hast eh, aber ein bisschen am Blätzchen reden tust da. Und dann habe ich auf die Sendung drauf gewartet, da hat dann der andere geredet, der mit der wirklich guten Stimme, der dann später genauso folgerichtig bei FM4 angefangen hat wie der Heinzel, dann hat trotzdem noch bei Puls TV gemacht, hat jetzt eh beim ORF wieder ist. Und war es zufällig, wie jemand wieder geheißen hat? Aber nah dran. Ja. Na? Der hat richtig klug über Musik geredet und poetisch und hat den MC Solar gespielt, Caroline, was direkt dazu führte, dass ich in Französisch von einer wackeligen 4, von einer wackeligen 3 mich hochgearbeitet habe, weil ich die Lyrics transkribieren habe wollen, weil im Internet zum Nachlesen hat es ja wie gesagt noch nicht gegeben. Das wäre ein Geier, was übrigens. Und es kann sein, dass so meine Liebe zum Hip-Hop gekommen ist und meine Liebe zur Großstadt und bis nach Wien und Salzburg und vielleicht sogar nach Innsbruck habe ich es inzwischen auch schon geschafft, aber Ihnen brauche ich ja nichts erzählen, Sie kennen das vielleicht. So packten wir unsere Koffer und machten uns davon. Meist reisten wir im Auto über Berg und Babylon. Ich bin ein Puzzle aus vielen Teilen, hatte nie Zeit, lange irgendwo zu bleiben. Eile war immer geboten, zwischen Sprachnuancen und Wortnoten, bouncen Sprachbarrieren und Fremdboten. Von früh an galt auszuloten, wie man halt den neuen Welten fand. Wer man war und was man sprach, war nicht klar, doch war ich wach. Für Unterschiede unter uns und solch Gemeinsamkeiten. Hab alles versucht, um an einem Ort zu bleiben.
Die Odyssee begann, bevor ich auch nur ein Wort konnte schreiben. Doch die Szenen sind eingebrannt, wie der erste Sonnenuntergang, den ich hinter unserer Orangenplantage fand. Und meine Kindheit bestohlen, als Bomben flogen und die Erde bebte, tauchte ich im Swimmingpool ab und schwebte in einer Zeitlupe, da wo alles blau und ruhig war. Denn wenn man nämlich unter Wasser schreit, hört dich keiner weit und breit und sei es noch so laut. Und so packen wir wieder unsere Koffer und machten uns davon. Meist reisten wir im Auto über Berg und Babylon. Schon wieder vor einer neuen Klasse stehen und gegen Fremdes als Fremde bestehen, einen auswendig gelernten Satz erzählen. Ja, hallo, ich heiße Boisi, bin 7 Jahre und habe nicht so gut gelernt Deutsch. Stille, Augen schauen, dann natürlich schallendes Gelächter. Und kein Lehrer kann Wächter sein gegen das, was zwischenfremdlich passiert. Was? Irgendwie bist du komisch. An solche Aussagen, die nichts über dich aussagen. Und nein, da wo ich herkomme, sind alle so wie ich, hilft nicht. Denn du bist ja auch nicht mehr da, von wo du hergekommen bist. Und selbst wenn du zurückgingest, brächtest du trotzdem einen Funken zu viel Fremde mit. Und so packten wir wieder unsere Koffer und machten uns davon. Meist reisten wir im Auto über Berg und Babylon. Es half auch überhaupt nicht, einen Bruder zu haben, der das Gleiche durchmachte. Ein Bruder ist immer noch ein männliches Wesen, der für einen selbst kein richtiger Mann ist, aber eben auch kein normaler Mensch, weil ebenso anders gleich. Eine Schwester. Ja, eine Schwester hätte ich haben müssen. Die wäre mein Seelenspiegelbild gewesen am Meeresgrund. Eine Schwester hieße, so hätte ich auch aussehen und mich fühlen können. Und wenn sie fröhlicher geworden wäre und viel gelacht hätte, hätte ich mich anstecken lassen können von ihrem Charme. Und wenn sie trauriger gewesen wäre, hätte ich sie trösten können. Aber wir wären vielleicht gar nicht so traurig gewesen. Wir hätten uns gehabt, statt das Unikat eines Geschlechts zu sein und nie zu wissen, ob es an einem selbst lag, das Schicksal. Und wären wir gleich gewesen, meine Schwester und ich, wären wir gleich verwirrt gewesen oder auch nicht, ja, dann wüssten wir es auch. Und so packten wir wieder unsere Koffer und machten uns davon. Meist reisten wir im Auto über Berg und Babylon. Den Kindern in der Schule erzählte ich, dass wir in einem Zeugenschutzprogramm seien. Anderen gegenüber behauptete ich, man habe mich entführt und hielt mich gegen meinen Willen gefangen. Einmal, da waren wir Diplomaten von hohem Rang. Und dann Zirkustierdompteure, die durch die ganze Welt reisten. Oder Künstler, ja Künstler. Wir flogen von einer Bühne zur anderen. Mein Vater, meine Mutter, mein Bruder, ich und mein Pony. Mein Pony und ich. Ja, wenn ich mir schon alles ausdenken konnte, dachte ich, dann habe ich natürlich auch ein Pony. Bin ja nicht blöd. Das hieß übrigens Thorsten. Und wie ging es weiter? Ich war 8, als ich 7 Sprachen sprach, doch in keiner Zunge wirklich bestach. Musste immer schauen, dass ich mir selbst nicht widersprach, nicht weitere ungeschriebene Regeln brach, als ich mit offenen Armen in eine geschlossene Gesellschaft lief und mich dabei auf meinen kindlichen Enthusiasmus berief. Später, da fanden sie mich interessant. Meine Lebensgeschichte hatte so allerhand. Du bist komisch wurde zu, du bist interessant. Und selten, dass ich ein Leben so spannend fand. Ja, das Paddel besteht aus vielen Vor- und Nachteilchen. Klar, es macht einen exotisch und natürlich leicht neurotisch. Keine Heimat zu haben ist Ausdruck modernen Nomadentums und heißt wohl, positiv gesprochen, überall ein Zuhause finden zu können. Theoretisch zumindest. In dieser Welt, die keine Grenzen kennt. Hallo? Ich heiße Paz und kann inzwischen super Deutsch. Aber die Puzzlestücke zerstreuen sich heute noch, sobald der Windfall weht. Und dann laufe ich zwischen Okzident und Orient orientierungslos herum, um sie aufzusammeln. Und ein Pass. Ja, ein Pass ist leider auch kein Kompass. Und ich wünschte, man könnte sagen, ach Kompass. Ein Pass ist leider auch nur eine halbe Identität. Den anderen durfte ich nicht behalten, beziehungsweise musste mich entscheiden. Offiziell zumindest. Entscheiden zwischen Herz und Kopf. Ja, wo kommen wir denn dahin? Wenn Herz und Kopf sich trennen, kannst du mich wohl bei einem neuen Namen nennen. Ach ja, Thorsten und ich leben übrigens inzwischen in Wien.
Vorerst zumindest. Dankeschön.